Wie mit der Pandemie noch heute Stimmung gegen unsere Demokratie gemacht wird, besorgt mich. Eine Aufarbeitung sollte nicht missbraucht werden, um Politiker, Ärzte und andere zu diffamieren. Und auch dieser Satz sorgt gerade wieder für sehr viele Debatten. Eine Debatte soll es jetzt wieder geben um irgendwelche Äußerungen von Katrin Göring-Eckardt, von Blome und so weiter. Die hat der Lanz ja gestern eingeladen und hat sie wieder hofiert. Und meine Güte, wen man natürlich nicht eingeladen hat, war so jemand wie Paul Schreier von Multipolar, der die RKI-Protokolle rausgeklagt hat. Völlig absurd, dass man auch sowas macht. Ich meine, der Mann, der würde ein bisschen Erkenntnisse bringen, aber wir wollen nur das hören, was wir immer hören. Ansonsten werden wir auch irgendwie nervös und fragen uns, haben wir wirklich alles richtig gemacht? War das so, wie es sein soll? Deswegen, wir laden weiterhin die gleichen Leute ein, die dürfen sich dann verteidigen und dann ist alles gut und wir fühlen uns selber auch wieder gut und alles passt, nicht wahr, lieber Markus? Und mundtot machen wir auf keinen Fall irgendjemanden und ausgrenzen tun wir auf keinen Fall irgendjemanden.